Tinker ist ja so ein schlaues Mädchen, aber uns das vorzuenthalten, dass wir halt, ja, sie in Hinterhalt gelockt haben. Wie dumm ist denn dies? Also, ganz ehrlich, sowas Dummes. Klar, man liefert sich auch selbst ans Messer, nur damit sie Tinkerer schnappen, ne? Ist ja nicht so, dass man halb tot geprügelt wurde, mit ihr in Gefangenschaft ist und man sie mitbefreit, ne? Also, man hätte ja auch sagen können, nö, du bleibst hier, und hätte man so schön wieder fesseln können. Ja. So, einen Fertigkeitspunkt haben wir noch. Das wäre auf jeden Fall noch was. Wir haben noch 5 Fertigkeitspunkte, die wir nutzen können. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Deine Mom hat geschrieben. Sie evakuiert das Haus. Danach will sie im Block mit den Leuten weitermachen, die nahe bei der Plaza wohnen. Wirst du helfen? Na klar. Sobald ich Finns neues Nuform-Lager finde. Ja, finde es erstmal nicht zu helfen. Aber klar, wir brauchen ja auch noch einen Bossfight, ne? Mehrere Bossfights. Ich hab Zeit, während Genki Finn aufspürt. Ich hab ja noch das. Schon die ganze Zeit, da wollte ich sowieso eh hin. Sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht. Ich weiß nicht, nach der ganzen Sache mit Krieger. Gut, ich werde wachsam sein. So, die finde ich jetzt nicht so geil, weil das nutze ich nicht. Also ich tarne mich, um getarnt zu bleiben. Na gut, wenn ich im Kampf mich tarne und dann so zuschlage, das könnte natürlich gut sein. Dingens nicht. Verlassene U-Bahn-Tunnel. Ein guter Dieb braucht ein gutes Versteck. Oh, da kann man neidisch werden auf sein Kellerlabor. Den hat Mom ihm auf dem Flohmarkt gekauft. Sie machten immer Witze über... Ich weiß es nicht mehr. Immer am Aufrüsten. Das Talent zum Anzug flicken habe ich von Onkel Aaron geerbt.
Er spielte immer besser Gitarre als ich. Alte Sequencer, Sampler. Ja, das muss ihr Equipment gewesen sein. Onkel Aaron hat überall Informanten. Er muss sein Netzwerk jahrelang aufgebaut haben. Das ist jetzt nur so eine... Vielleicht sollte ich's mal probieren. Nein, ich mach's noch kaputt. Ist eine neue... Hab was für dich gemacht, sollte dir helfen. Nutze die Geräusche der Stadt. Nutze die Geräusche. Frequenzsperre? Jeden Tag was Neues. Hey, Kleiner. Oh, hoffentlich passt der Anzug. Yeah. Du hast gefragt, warum dein Dad und ich keinen Kontakt mehr hatten. Er suchte den Prowler. Er stieß auf meine Klienten. Typen wie Simon Krieger, Wilson Fisk. Dein Dad durfte sich mit solchen Leuten nicht anlegen. Zu gefährlich für dich und Rio. Also sagte ich's ihm. Ich wollte, dass er sich zurückzieht. Und das tat er. Endgültig. Er wollte mich nicht in deiner Nähe, damit du nicht wirst wie ich. Hoffentlich hilft dir der Anzug dabei, es besser zu machen. Pass auf dich auf, Spider-Man. Danke, Onkel Aaron. Für alles. Schalte die einfach mal frei. New Year Platz. Aber mir gefällt dieser stolze Uptowner-Anzug irgendwie. Obwohl... Verbleiben doch aber doch für den Rest des Spiels als Kapuzen-Spider-Man. Nicht noch so eine Kapuzenform. Jo. Ah, ich finde den irgendwie am coolsten. Ah, lassen wir den. Ich hab's ins Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Es gibt nur noch zwei Nebenmissionen. Der Energiekonverter!
Machen Sie die Schotten dicht, Leute. Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts. Ein übler Schneesturm zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorräte ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky, das länger hält als jeder radioaktive Fallout. Übrigens, schlechte Nachrichten, falls Sie vorhatten, mit den Schwiegereltern zur Trinity Church zu gehen. Teile dieses heiligen Wahrzeichens sind jetzt nur noch Schutt, nachdem Spider-Man und Tinkerer sich dort wieder einmal geprügelt haben. Zum Glück konnte Roxxon den Tatort schnell sichern. Derzeit weiß niemand, wo sich die beiden maskierten Missetäter aufhalten. Aber wichtiger ist, dass Roxxon sich großzügigerweise bereit erklärt hat, die Kosten für den Wiederaufbau zu übernehmen, obwohl sie den Schaden gar nicht selbst verschuldet haben. Von dieser Art Selbstlosigkeit brauchen wir zu dieser Jahreszeit mehr, Leute. Roxxon steht jetzt auf meiner guten Liste. Dreimal dürfen Sie raten, wer auf der schlechten Liste steht. Alle fangen mit Spider an und hören mit Man auf. Ist das Letzte. Laut Wetterbericht. Kann er mal wieder zurückrufen? Keine Mission. Nachträglich. Roxxon und der Underground liefern sich ein offenes Gefecht. Sagen wir mal, was ist jetzt die Story-Mission? Ich hab nichts mehr. Könntest du mal dich melden? Oh, sowas gibt mir dann auf den Sack, wenn man noch nicht mal zur Mission kann, wenn, weil es keine gibt. Man muss warten. Laut App haben Ausbrecher Geiseln genommen und eine Straße blockiert. So, was ist jetzt mit der Mission? Hallo? Teleportiere ich mich mal zu ihm. Du bist wieder da. Also, Oscorp Science Center. Dort findest du Finns Nuform. Oh. Mann, der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Nuform instabil genug machen, um die Roxxon Plaza hochzujagen. Oh. Als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mom bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Oscorp Science Center. Finn muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nuform mit. Oder ich vernichte es. Weil ich unterbrochen wurde, musste ich Schnellreise machen, damit es wieder weitergeht. Im letzten Teil nicht eigentlich auch schon Weihnachten? Oh nein, die wollte ich gar nicht aktivieren.
Tinkerer, du es nicht. Oh, ich wurde gerade erwischt. Oh, dieser... Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger. Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles! Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Verdammt, nein! Keine Widerrede jetzt! Ich will nicht! Aber hier kann ich nicht bleiben! Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen! Ich muss dem Schild ausweichen. Seine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gib bloß nicht mir die Schuld. Dass ich für diese Stadt kämpfen muss! Ich kann's, wenn du tot bist! Da kann ich den Trick kontern! Wenn Dad uns sehen könnte! Er würde verstehen, dass ich dich schützen muss! Ich will alle anderen retten! Für dich selbst.
Rockstar-Technik. Zapft meine Kräfte an. Finn weiß nicht, was sie gleich tun wird. Nö. Hologramme? Mehr Technik von deinen Rockstar-Freunden? Ich pack mich an. Du kannst nicht mehr. Du bist immer noch ein Kind des Spider-Man verehrt. Nein. Aber ich weiß, dass die Leute zu mir aufschauen. Hau ab! Du hast recht. Ich hab schon genug tote Helden in meiner Familie. Alter, du gehst mir da so auf den Sack. Wie weit willst du gehen? Willst du dich umbringen, um der Macht gewürdig zu sein? Wenn es sein muss. Nein, doch, Mann! Mann, eben war diese gleiche Scheiße. Endlich. Ich weiß, ich hab's versaut. Du bist enttäuscht. Aber wir sind Familie. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Das ist schon...